Du, also ich bin jetzt in St. Gallen und nachher in Wien, aber du und dein Bruder, ihr könnt es ja einfach hier, so, oder? So, dass es so drei sind, könnt ihr es ja einfach dran kleben, oder? Das wäre doch okay, oder? Also gut, da. Okay, ciao. Ihnen zwei Bedeutungen vorschlagen. Und zwar erstens, eine Informationsgesellschaft ist jene, bei der immer mehr Gewicht auf das Erzeugen von reinen Informationen und immer weniger Gewicht auf das Erzeugen informierter Gegenstände gelegt wird. Jetzt bist du. Ja. Fragezeichen. Nein, jetzt kannst du wählen mit dem dort. Du kannst es auswählen. Dann hast du das Smiley drin. Ja, jetzt hast du ihn drin. Ja, jetzt wird. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Okay. Ah, ist das hier? Hallo, hi. Ja, ich bin da. Koje 1. Aber jetzt mal zuerst ins Hotel. Hä? Aha, okay. Auto wird vom Butler weggestellt. Warum muss ich dann den Koffer selber hochtragen? Okay, Einstein. Warum auch nicht? Tja. Auf den freue ich mich natürlich am meisten. Auf den Spa. Das finde ich gut. Padam, padam. Wikipedia. Also, ja, Wikipedia. Aber wichtiger als Hotel Einstein ist natürlich, hey, die Stiftsbibliothek. Das da. Die Seelenapotheke. Ja, Kinder, das war noch. Das wird super schön. Das war noch gegen Reformation. Gegen Reformation 2, die jetzt kommt. Das kriegen Wissenschaft und Politik nie hin. Nie. Stadt. Du, das kriegt ihr nie hin. Nie kriegt ihr das hin. Da, also. Kirchliche Macht. Weltliche Macht. Da drin ist das Parlament. Kirche. Der Star-Architekt Calatrava durfte sich schon sehr früh hier in St. Gallen austoben. Aber eine der schönsten Arbeiten von ihm ist natürlich... Ah, da ist er. Da ist die Polizeiwache drin. Sensationell. Die verschiebt sich dann. Die öffnet sich und schließt, je nach Sonnenschein. Eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und da meine ersten großen Auftraggeber. Jetzt aber zuerst einrichten. Yippie! Welcome to the German-speaking part of Europe. Jetzt ist WikiCon